So, liebe Freunde des gepflegten Mountainbikesports, dieses Wochenende sind wir in Pracht, haben alle unsere Rennen schon hinter uns. Strecke war 1A, also ich bin hier ja schon ein paar Jahre zu Gast, darf hier immer wieder auf dieser geilen Strecke fahren und dieses Jahr war sie wieder neu und auch einige Sprünge drin und super technisch, also wir hatten richtig unseren Spaß. Und gestern ist der Matthias, der steht hier neben mir, ist schon Willingen gefahren und auch ja richtig erfolgreich, gell? Genau, ich bin gestern in Willingen auf der Kurzstrecke angetreten und ja, waren in einer Handvoll schnelle Leute da. Da wird ja immer alle drei Strecken werden da gleichzeitig gestartet und so die schnellsten von der Mittel- und Langstrecke, die fahren dann auch immer noch kurz bevor wir abbiegen, dann mit in einer Gruppe. Und ich konnte mich dann ein paar Kilometer vorm Ziel absetzen am letzten Berg. Und ja, ich hatte dann noch den Gerrit Rosenkranz und den Ben Zwiehoff im Nacken. Die haben noch ordentlich Druck gemacht, aber bis ins Ziel konnte ich den Vorsprung dann noch halten. Hab dann irgendwie mit 11 Sekunden Vorsprung gewonnen. Und ja, war dann froh, dass ich dann schon mal für dieses Wochenende meinen Soll erfüllt hatte. Kommen Sie! Jawohl! Auf geht's, Jungs! Ja, cool. Das Wochenende hat doch richtig gut angefangen. Ja, ich kann auch kurz von meinem Rennen erzählen. Also Masters Bundesliga war ja auch hier. Und die ersten zwei Läufe habe ich ja gewonnen. Und der Uli Brucker war heute leider nicht da, der war krank. Und ich habe ja auch die ganze letzte Zeit ein bisschen rumgekränkelt und dafür ging es eigentlich echt gut. Und da war doch der Rudi Jakobs, der hat ganz gut reingehalten, aber den konnte ich dann am Ende auch abschütteln und ja, diesen Lauf wieder gewinnen. Und ja, bin ich super zufrieden. Und jetzt geht es für mich halt für die zur Salzkammergut-Trophy. Da laufen jetzt die Vorbereitungen. Ja, und unser Youngster, der Alex, der hat das ganze Wochenende auch hier schon in Pracht zu tun gehabt. Das hat gestern angefangen mit dem Downhill. Die haben ja Wertung Downhill und Cross-Country, also Downhill gestern und Cross-Country heute. Und ja, davon will er jetzt noch erzählen. Ja, also gestern lief es ganz gut. Da wurde ich unerwartet Fünfter. Und heute dann beim Rennen konnte ich den fünften Platz leider nicht so halten und wurde dann 16. Und ja, war ganz gut. Ja, das ist ja noch ausbaufähig, aber trotzdem super, super Ergebnis. Also im Downhill und sowas. Also wir haben gestern ein paar coole Videos gemacht und da ist Alex immer vorgefahren und naja, mit einem Rad, was er eigentlich nicht so kennt, und da mussten wir uns schon ganz schön anstrengen, dass wir da hinterherkommen. Also da ist noch einiges zu erwarten. So, und unser Masters 2 Fahrer, der Günther, in seinem Flipper Wohnwagen durfte ich heute Nacht übernachten. Und ja, vielen Dank dafür. Und genau, er erzählt jetzt von seinem Rennen. Ja, also Masters Bundesliga war eigentlich ganz gut besetzt. Hier, Max hat ja gewonnen. Die sind auch ganz gut da vorne losgefahren. Ich bin wieder am Anfang natürlich nicht so gut losgekommen. Marathonbeine halt. Los, Günther! Insgesamt lief das Rennen für mich nicht schlecht. Platz 5 am Ende. Zwischendrin war ein bisschen mehr drin, da ist mir eine Kette abgesprungen. Dann ist die Spitzengruppe natürlich weggefahren und die habe ich auch nicht mehr bekommen. Aber Platz 5 ist schon okay. Aber insgesamt haben wir hier ein schönes Wochenende verbracht. Die Sonne lacht. Wir haben uns gut gehen lassen, Bauch ein bisschen vollgeschlagen, auch ein bisschen was getrunken. Von daher war das schon okay. Ja, dass Platz 5 ganz in Ordnung ist, das muss ich wohl heute auch sagen, weil ich bin nämlich auch Fünfter geworden. Nachdem ich gestern eben gewonnen habe, habe ich mich dann noch entschieden, hier an den Start zu gehen. Hatte mir mehr erhofft, aber gestern hat das doch noch ganz schön Körner gekostet und da musste ich dem Tribut zollen. Habe dann noch irgendwie vercheckt, dass ich dann noch schon auf der letzten Runde war. Platz 4 wäre drin gewesen, aber aufs erweiterte Podium, damit kann ich ganz gut leben. War eine schöne Strecke und das Wetter hat ja auch gestimmt. Also alles gut.
Ja, genau. Und ja, dass belgisches Bier schnell macht, habe ich jetzt feststellen müssen. Jetzt nach dem Rennen werde ich keins mehr trinken, weil sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Und ja, mit den Worten geben wir zurück ins Funkhaus. Gell? Ciao.